Aber sie kommt zum Glück vereinzelt hier. Also ja, leider war es das Wolfsrudel. Aber halt nicht in der Form, wie man es erwartet hätte. Und es war wohl auch nicht die Uma-Hexe. Außer der Schattenfürst wäre die Uma-Hexe, was ein bisschen arg weit hergeholt wäre. Ich weiß, was der Schattenfürst ist, leider. Den Schattenfürsten habe ich nämlich noch ziemlich genau in Erinnerung. Deswegen wollte ich auch unbedingt in die Oma-Hügel als nächstes, weil... Vom Schwierigkeitsgrad her gehen die Oma-Hügel gerade noch so. Auch wenn ich immer noch vorsichtig sein sollte. Also ich finde zum Beispiel die Windspeerhügel, die wir jetzt noch nicht betreten haben, die wir aber auch noch als Ziel haben... Und Handelstreff um einiges schlimmer. So. Ja, hier hinten könnten wir irgendwo fliehen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen hier eher hoch. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Wir haben 14 Ruf. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket! Ja, wir frohlocken Minsk. Wobei, es gibt da eine Waldläuferin, die gerade nicht sehr frohlocken dürfte. Oh! Zwei Schatten. Ach ja, und Minsk. Ja, bitte. Leg mal wieder Lilalkor an, auch wenn er zu viel labert. Jetzt, da wir ja am Kämpfen sind, sollten wir lieber mit einer gescheiten Waffe kämpfen. Jetzt vielleicht. Weil erstens macht Lilalkor viel mehr Damage. Zweitens latschen wir ja jetzt gerade nicht so viel durch die Gegend, ohne zu kämpfen. Okay. Das könnte etwas... Könnte etwas... problematisch werden, so viele, aber wir haben es ziemlich gut hingekriegt. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Auto.
ausweichen. Dann ist er. Es ist eine Falle. Verwendet den Spiegel links vom Kristall und sammelt damit das wenige Licht, das noch geblieben ist, um mein Rudel zu rächen. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Nee, du kämpfst weiter. Ein wenig von dem schwachen Licht, das der verdunkelnde Edelstahl ausstrahlt, spiegelt sich im polierten Glas des zerstörten Fensters. Ihr könntet das Fenster das so drehen, dass es das Licht vollständig reflektieren würde. Ihr dreht das Fensterglas und das Licht des Edelsteins wird so stark reflektiert, dass das sich das Gebiet erhellt. Okay, wir ziehen uns mal ins Lichtgebiet zurück. Weil da alles getötet wird. Die Hand der Gerechtigkeit. Ihr braucht meinen Yokata. Ihr seid zu weit entfernt, um das benutzen zu können. Das polierte Glas, das Licht des Edelsteins auf diese zurückwirft, ist die Beleuchtung jetzt wesentlich heller. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Die Kanten dieser Grube sind zerkratzt und zerfetzt, als ob sich vor kurzem etwas ein großes Wesen sich hindurch bewegt hat. Die Dunkelheit in der Grube ist so intensiv, dass sie euch förmlich ins Auge schmerzt. Ja. Gut, wir haben jetzt halt für die ganzen Schatten und so, die durch den Edelstein getötet wurden, keine Erfahrungspunkte bekommen. Was ein bisschen schade ist. Ach ja. Das Gebiet, da können wir erst nachher betreten. Das ist auch wichtig. Der Brunnen ist mit einer dunklen, dicken Flüssigkeit gefüllt, die nach Tod und Verwesung stinkt. Ja. Gut. Quick Save. Weil jetzt betreten wir die Höhle der Monster. Vor allem weiß ich nicht mal, wie es hier unten mit Fallen aussieht. Wo soll ich nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Ja, der Bereich ist nicht so groß. Wenn man genau hinsieht, also ich jedenfalls, wahrscheinlich nachher der YouTube-Aufnahme wird es zu dunkel, sehe ich sogar die Ecken. Ein bisschen, wo das Gebiet aufhört und wo nicht. Ich entsinn so dich. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Mord! Totschlag! Metzelei! Ich denke, leichtfüßig und so. Ganz ehrlich, Minz, kannst du dem Ding... Ja, er kann mit ihm reden. Also, was ist jetzt? Metzeln oder nicht? Das Schwert funkelt und blitzt für einen Augenblick, dann seufzt es, weil ihr euch nicht von seiner Pracht beeindruckt zeigt. Also was jetzt, messen oder nichts? Wie geht es euch, Schwert? Wie es mir geht? Seit wann kümmert ihr euch denn um mich, wenn ich nicht gerade bei irgendwem in den Gedärmen stecke? Aber nun gut, lasst mich einen Moment nachdenken. Ja. Ich wüsste ein wenig Pflege meiner Schwertscheide durchaus zu schätzen. Nehmt euch ruhig etwas Zeit. Aber was erzähle ich denn da? Angriff! Gemetzel! Juhu! Das ist mein Leben! Ja. Das Schwert ist crazy. Also, was ist jetzt? Metzeln oder nicht? Einen Ratschlag, ja? Also, abgesehen von dem offensichtlichen Tipp, endlich mal fechten zu lernen, ja? Da muss ich erst mal nachdenken. Ihr müsstet jemanden finden, der reich ist und ihn dann zur Schnecke machen. Und dann sucht ihr jemanden, der noch reicher ist. Und den macht ihr auch zur Schnecke. Hexeln und Metzeln, das ist euer Weg zum Glück. So soll es sein. Aha. Ja, er sagt halt nichts wirklich Nützliches, aber... Also, was ist jetzt? Metzeln oder nicht? Na klar, macht mich ruhig heiß für nichts. Also, wann gibt's denn hier was zu metzeln? Jetzt gleich vielleicht? Nicht? Wie wär's mit... Jetzt gleich? Auch nicht? Jetzt vielleicht? Ja, es will einfach nur töten, das Schwert. Was braucht ihr? Was immer ihr benötigt, ich erledige es gut.
Die Tür ist verschlossen und ich glaube, die können wir auch nicht schnacken, weil die magische Barriere aus Schatten besteht. Sie kann nicht mit Gewalt durchbrochen werden oder auch Diebesfähigkeiten können sie nicht überwinden. Hi Wolf. Hi Wölfe. Plural. Mhm. Euer Wunsch ist, ich warte. So. Oh, die geben schon mehr Erfahrung, weil sie etwas härter sind. Oh, Kriegsskelette. Was kann ich tun? Oh, wie peinlich. Sprecht ihr etwa mit mir? Oh, Yoshimo hat seinen Köcher leer geschossen. Das ist aber nicht so gut. Edelstein und wahrscheinlich zwei Hände plus eins. Wow. Talisa sieht angeschlagen aus. Sprecht frei heraus. Ich warte. Vita, Mor, Natur ist bereit. Vita, Mor, kriege ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln. So, dann noch einmal Keldon heilen. Die beiden mal bitte identifizieren. Das zu Yoshimo für den Geldbeutel. Hm. 5 plus 2 und er hat Feuerpfeile und Säurepfeile. Und die können wir nicht identifizieren. Okay, dann gehen die mal zu Minsk, weil die sind definitiv zu schwer. Wo soll ich euch meine Fähigkeit? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Gucken wir mal, ob an dem Sarg hier eine Falle ist. Scheinbar nicht. Am Maunas Knochen, die könnten wichtig sein. Und Pfeile für Yoshimo. Besser als nichts. Das sind die Knochen der Kinderprophetin am Mauna. Sie wurde entweiht und die Schattenwölfe haben an ihnen genagt. Ja, gut. Ich bin leichtfüßig und so. Schattengefängniswerte. Ihr werdet die Gefährtin des Meisters nicht befreien, sterbliche Wesen. Wow. Da kommt ein bisschen viel. Ich warte. Was möchtet ihr? Ich habe getroffen. Braucht ihr etwas? Die schwächen wir am besten auch mal gleich und stärken uns. Ich habe getroffen. Nichts ist. Ich habe getroffen. Schlüssel des Schattengefängnisses. Mhm. Den Schlüssel habt ihr vom Schattengefängniswärter beschafft. Eröffnet die Zellen im Verlies der Schatten. Das werden wohl die Zellen da oben sein. Fragt nun keine große Herausforderung. Oh, edle Freunde. Ein wenig Unterstützung an diesem bösen Ort könnte nicht schaden. Ja, das ist Messi. Gut getroffen. Wer wendet sich an mich? Ein Halbzingsmädchen. Was habt ihr in so einer so gefährlichen Umgebung zu tun? Ihr werdet keine Almosen von mir bekommen. Meinetwegen vergammelt doch in eurem Gefängnis. Gut getroffen. Wer wendet sich an mich? Ich bin Masi Fentan,
Eine tapfere Dienerin der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit.